Frau Eisenhardt, ich hatte Sie schon aufgerufen. Bitte kommen Sie. Das Mikrofon ist Ihres. Das Pult gleich mit. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Aufnahme der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit ins Hessische Hochschulgesetz bedeutet für die Hochschule: Erstens. Sie ist zukünftig eine Körperschaft des öffentlichen Rechts statt einer nichtsrechtfähigen Landesanstalt. Zweitens. Sie hat Hochschuleadäquanz in Entwicklungsplanung, Zielvereinbarung, Qualitätssicherung, Satzungsrecht und Berufungsverfahren. Drittens. Die akademische Selbstverwaltung aller Statusgruppen, insbesondere eine neue Fachbereichsautonomie und die Wahl eines Dekanats wird geschaffen. Viertens. Es gibt die Möglichkeit zur studentischen Selbstverwaltung. Fünftens. Die Hochschuladäquanz der Ausbildung wird gewährleistet. Sechstens. Das Promotionsrecht für forschungsstarke Fachbereiche wird ermöglicht. Und siebtens. Die Zusammenarbeit in der Forschung mit anderen Hochschulen ist bei Drittmittelanträgen auf Augenhöhe möglich. Das Wort Forschung ist bisher nicht Teil des Verwaltungsfachhochschulgesetzes. Die Freiheit von Forschung ist ein neuer Zugewinn für die HÖMS. Dies ermöglicht den Aufbau eines wissenschaftlichen Mittelbaus und ist die Grundlage für eine Stärkung der Forschung. Und starke Forschung ist eine Chance für die hessische Verwaltung und die hessische Polizei. Das zu den Chancen der neuen Hochschule. In der Anhörung wurden zwei Themenfelder ausführlich diskutiert. Zum einen das Wahlrecht der Studierenden zum örtlichen Personalrat, zu Recht das wesentliche Thema der Gewerkschaften. Die Intention der Erstellung des Gesetzentwurfs war, die Studierenden stärker als Studierende einer Hochschule und nicht als Beschäftigte in der Verwaltung zu sehen, um den Charakter der Hochschule zu prägen. Das beantwortet vielleicht auch die aufgerufenen Fragen. Doch die Argumente der Anzuhörenden, dass es beides braucht, um die Interessen der Studierenden zu vertreten, haben uns überzeugt. Und deshalb schlägt unser Änderungsantrag entsprechend auch die Beibehaltung des Wahlrechts zum örtlichen Personalrat für Studierende vor. Zweitens befasste sich die Anhörung mit der Frage der Ausgewogenheit von Hochschulautonomie und Wissenschaftsfreiheit. Autonomie und Wissenschaftsfreiheit sind zwei unterschiedliche Normen, auch wenn sie eng miteinander verbunden sind. Die kritische Frage ist deshalb immer, inwieweit die Einschränkung der Autonomie auch die Wissenschaftsfreiheit betrifft. Die Hochschulautonomie, also die Unabhängigkeit vom zuständigen Ministerium, hat sich in den letzten 20 Jahren in Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders weit entwickelt. Beispielsweise ist die Mitbestimmung des zuständigen Ministeriums bei der Bestellung des Präsidiums, aber auch bei der Bestellung des Kanzlers in anderen Bundesländern deutlich stärker als in Hessen. In Thüringen beispielsweise ernennt das Ministerium immer die Präsidentin oder den Präsidenten, ähnlich auch bei Kanzlerinnen und Kanzler. Die neue HÖMS steht am Anfang der Entwicklung der Hochschulautonomie, wobei auch klar sein muss, dass bestimmte Einschränkungen aufgrund der Polizeibehörde immer in der Hochschule auf Dauer bestehen werden. Die Frage, ob deshalb die Wissenschaftsfreiheit unzulässig eingeschränkt wird, ist klar mit Nein zu beantworten. Die entscheidende Bedingung für Wissenschaftsfreiheit ist, dass Lehre und Forschung frei sind. Die Umsetzung dieses Grundrechts wird ganz klar und deutlich in § 101 HHG neu verankert. Bei dem Verhältnis von Autonomie zu Wissenschaftsfreiheit geht es darüber hinaus um die Ausgewogenheit der Mitbestimmung bei Wahlen, Abwahlen, inhaltlichen Entscheidungen und Fachbereichsautonomie. Dieses Gleichgewicht innerhalb der Gremien wollen wir durch die Anregungen in der Anhörung an zwei entscheidenden Stellen weiter zugunsten der Wissenschaft ändern. Erstens soll der Kanzler oder die Kanzlerin wie an anderen Hochschulen in Hessen auch im Benehmen mit dem Senat benannt werden. Zweitens soll dem Kuratorium zwei Wissenschaftlerinnen stimmberechtigt anhören. Für diesen konstruktiven Vorschlag möchte ich dem Institut für Hochschulentwicklung danken. Mit diesen beiden Änderungen stärken wir den Einfluss der Wissenschaft in der akademischen Selbstverwaltung weiter. Ein weiterer Punkt ist mir noch wichtig. In der Anhörung wurde eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit außerhalb des Gremiengefüges benannt, die wir in unserem Änderungsantrag aufgreifen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Ausnahme der Versetzung und Abberufungsmöglichkeiten aus dem Beamtengesetz auch für die Professorinnen der HÖMS gelten müssen. Das wurde eben auch schon angesprochen. Damit dies aber anwendbar ist auf die HÖMS, muss der neue § 66 Absatz 4 im HHG ebenfalls neu gefasst werden, da die HÖMS über andere Personalkategorien verfügt. Sie können diese Änderung, die notwendig war, jetzt auch im entsprechenden Gesetzentwurf der Landesregierung zum HHG nachvollziehen. Der Gesetzentwurf ist damit ein erster Meilenstein der Entwicklung, vor der die neue Hochschule steht. Die Experimentierklausel und die im Gesetz vorgesehene Evaluation machen weitere Schritte möglich. Die größten Entwicklungen werden wir sicher beim Personal und den Statusgruppen mit der Zeit sehen. Es wird in den nächsten Jahren auch darum gehen, den Lehrenden Möglichkeit geben, sich weiter wissenschaftlich zu qualifizieren. Wir sind mit unseren Hochschulen in zwei Jahrzehnten bereits einen erfolgreichen Weg der Autonomie und starken Selbstverwaltung gegangen, und ich freue mich, dass die HÖMS in Zukunft Teil dieses Wegs ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Und nun als bisher letzter Sprecher aus dem Plenum Stefan Müller, FDP. Ja, Freie Demokraten geht auch. Der Präsident beherrscht das ganz gut. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die richtige Schlussfolgerung aus der Anhörung wäre gewesen, den Gesetzentwurf zurückzuziehen und es bei der bisherigen Regelung zu belassen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich selten so eine Anhörung erlebt habe, in der so eine eindeutige Positionierung getroffen wurde, in der auch so klar von Verfassungswidrigkeit gesprochen wurde wie in dieser Anhörung. Und ich glaube, das muss einem zu denken geben. Und das, was im Änderungsantrag jetzt abgeändert und verbessert wurde, sind Ansätze, die verbessert wurden, aber es verbessert nicht die Gesamtkonstruktion. Die bleibt nach wie vor heftig zu kritisieren. Und wenn Sie, Frau Eisenhardt, sich eben hier hinstellen und die Vorteile und Chancen loben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, verwechseln Sie das, was auf dem Papier steht, mit dem, was in der Praxis passiert. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn, wie Herr Hofmeister das so formuliert hat, man versucht, die Ausbildung mit der Fortbildung zu verzahnen? In der Ausbildung im Bereich der Polizeiakademie haben wir eine Fachaufsicht. Da regiert das Ministerium hinein. Das verzahnen wir jetzt mit der Ausbildung, da, wo Forschung und Lehre frei sein sollen. Und das verzahnen wir. Und dann glauben Sie allen Ernstes, dass es keinen Einfluss des Ministeriums auch auf die Ausbildung geben wird? Das können Sie mir nicht erzählen. So naiv können auch Sie nicht sein, meine Damen und Herren. Das ist einer der heftigen Konstruktionsfehler, die man nicht beseitigen kann, wenn man das so zusammenführt. Und warum hat es denn jahrelang gedauert, bis der Gesetzentwurf überhaupt hier ins Plenum eingebracht wurde? Weil man genau das selbst gesehen hat. Und weil man genau gesehen hat, das geht schief. Und dann hat man jahrelang rumgedoktert, dann musste man noch den Polizeivizepräsidenten aus Frankfurt dorthin versetzen, um dem weiter mit Nachdruck das voranzutreiben. Und dann kommt man in so eine Anhörung, kriegt es um die Ohren gehauen, und dann kommt hier ein Änderungsantrag, der aber die Hauptprobleme auch noch nicht löst. Also deswegen, meine Damen und Herren, das reizt geradezu, darüber nachzudenken, das Ganze auch vor Gericht überprüfen zu lassen. Denn das, was ich eben mit der Fachaufsicht und der Einmischung dann eben auch in die Ausbildung beschrieben habe, da gibt es ja noch weitere Gruppen. Sie haben die Statusgruppen eben, Sie wissen das ganz genau, Frau Eisenhardt hat angesprochen. Sie nehmen die Hochschuldozenten in die Statusgruppe der Professoren hinein. Das heißt, jemand, der zum Dozenten berufen wird, gilt jetzt quasi als Professor. Das ist zwar eine schnelle Karriere, aber ich glaube, dass das die Professoren, und das war ja auch in der Anhörung durchaus Thema, durchaus schwierig sehen. Und ich glaube auch, dass das rechtlich eine schwierige Frage ist. Wir können nicht einfach jemanden als Dozent benennen und damit ist er dann Professor. Und das machen Sie mit dem Gesetz. Das ist eine Herangehensweise, die wird das vor Gericht sicherlich nicht halten. Und das wissen Sie auch. Zumindest in den Gebieten werden wir dort, wenn wir den Weg gehen, Erfolg haben. Und ich glaube, dass das, was Sie eingesehen haben, das finde ich sehr begrüßenswert, dass die 3.000 Anwärter, die bis jetzt Wahlrecht hatten zum Personalrat, jetzt sie sich feiern lassen wollen, dass sie auch künftig Wahlrecht haben sollen. Na, herzlichen Glückwunsch, dass Sie auf die Idee auch schon gekommen sind.
Und das war ja auch vorher in verschiedenen anderen Gremien, da haben wir das Thema auch schon intensiv diskutiert. Und auch da gab es schon entsprechende Positionierungen. Deswegen, dieser Schritt ist richtig, der ist zu begrüßen, weil man damit dem normalen Personalvertretungsrecht auch Folge leistet. Und die Konstruktionen, die an der Stelle gewählt wurden, die haben Sie hiermit ausgeräumt und abgeräumt. Aber es sind trotzdem noch weitere Punkte. Und die Benennung des Präsidenten der Hochschule findet natürlich durch den Innenminister statt. Wenn er 3, 4 Vorschläge abgelehnt hat, dann macht er einen eigenen. Und er macht keinen Vorschlag, sondern er nennt den Präsidenten. Das alleine wäre ja vielleicht sogar noch vertretbar, wie es in Thüringen läuft. Aber hier kann er auch abberufen werden. Das heißt, es ist ein dauerhafter Druck, wenn der Präsident nicht das macht und der Hochschule das nicht so läuft, wie es das Innenministerium sich wünscht. Dann kann der Innenminister hingehen und sagen, noch einmal und du bist raus. Ist das Freiheit von Forschung und Lehre? Ist das Freiheit von Forschung und Lehre? Mit Sicherheit nicht. Und deswegen bleiben die Konstruktionsfehler, die man von Beginn an in diesem Bereich hatte, bestehen. Die Synergien zu erzielen, das wird kaum möglich sein. Auch das war in der Anhörung zu entnehmen. Und deswegen ist es nicht so ganz nachvollziehbar, was das eigentlich soll. Es sei denn, man geht davon aus, man möchte mehr Einfluss des Innenministeriums und des Innenministers auf die Ausbildung auch der Polizeibeamten gewinnen. Ob es das besser macht, ist die nächste Frage. Aber ob es das wert ist, so ein Konstrukt zu erstellen, das stelle ich auch erheblich in Zweifel, weil das, was an Diskussionen zu dieser neuen HEMS, zu dieser neuen Hochschule stattfindet, ist nicht das, was es für Interessenten interessant macht, dort einzusteigen. Weil es eben gerade diese Kritikpunkte auch dauerhaft und in Zukunft geben wird. Und deswegen freue ich mich, dass wir das heute Abend im Ausschuss beraten. Dritte Lesung ist schon beantragt. Wenn nicht, beantrage ich sie hiermit, weil das Gesetz braucht dringende dritte Lesung, weil das müsste am Ende eigentlich abgelehnt werden. Und da gehe ich noch gar nicht darauf ein, was schon angesprochen wurde, der Umgang im Ausschuss. Ich dachte, ich höre nicht recht. Da sagen wir im Ausschuss ernsthaft, nö, das machen wir jetzt schon. Zwar müssen wir eigentlich mitberaten, der WKA noch beraten, aber das machen wir jetzt einfach, weil wir wollen es jetzt fertig bekommen. Meine Damen und Herren, Sie haben Jahre gebraucht, dieses Gesetz überhaupt einzubringen. Und dann muss es jetzt so schnell gehen, dass wir nicht noch eine Runde warten können, um das formale Verfahren einzuhalten. Das ist schon ziemlich schäbig gewesen, aber es ändert nichts daran, dass das Gesetz abzulehnen ist, und das werden wir auch tun. Vielen Dank. Von den Fraktionen oder den fraktionslosen Kollegen liegt keine Wortmeldung vor, sodass jetzt für den Innenminister das Pult gesäubert wird. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Prozess der Zusammenführung der Hochschule für Polizei und Verwaltung, der Polizeiakademie Hessen sowie der zentralen Fortbildung dauert nun schon einige Jahre an. Ein solch ambitioniertes Projekt muss sorgfältig geplant und umgesetzt werden. Das benötigt Zeit, kreative und gleichzeitig durchdachte Ideen und Mut zu Veränderungen. Die HEMS stellt die entscheidenden Weichen für eine zukunftsfähige Aus-, Fortbildungs- und Wissenschaftsarbeit in Hessen. Hessen geht hier nicht zum ersten Mal einen eigenen, aber gleichwohl einen sinnvollen Weg. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung wird gebündelt und Synergien werden geschaffen. Theorie und Praxis werden eng verzahnt. Und wie soll das besser erreicht werden als durch ein gemeinsames Gebäude, in dem sich Theoretiker und Praktiker täglich begegnen, in dem sich Schüler und Lehrer austauschen, in dem die Schüler von heute zu den Lehrern von morgen werden. Bei den eingegangenen Stellungnahmen und den zahlreichen Gesprächen, die die Vertreter meines Hauses mit den Betroffenen, mit den Hochschullehrern, mit den Studenten, mit den Gremien der Hochschule, mit den Verbänden und mit den Interessenvertretern geführt haben, wurde das gemeinsame Ziel immer deutlich gemacht. Die Ausbildung in Verwaltung und Polizei soll gefestigt und gestärkt werden. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Wissenschaftsfreiheit einerseits und polizeibehördliche Strukturen andererseits haben unterschiedliche Anforderungen. Natürlich entsteht dadurch ein komplexes System, aber die Komplexität und die Chancen dieser Verbindung wollen wir aufgreifen und nutzen. Die Debatte wurde energisch geführt. Leider kamen nur wenige konstruktive Alternativvorschläge. Das Wahlrecht der Polizeianwärter zum örtlichen Personalrat war ein viel diskutiertes Thema und ein Beispiel für konstruktive Hinweise.
Die rechtliche Einordnung ging zwar in Teilen an der Rechtswirklichkeit vorbei, aber die vorgetragenen Kritikpunkte waren nachvollziehbar. In der Folge haben die Koalitionsfraktionen einen entsprechenden Änderungsantrag eingereicht, der den Gesetzentwurf entsprechend anpasst. Es wird danach ein Wahlrecht der Polizeianwärter geben. Und die Betrachtung, die dort vorgenommen worden ist, ist einmal, dass die Polizeianwärter hier als Studenten angesehen wurden und nicht als Mitarbeiter. Und das Problem ist, dass natürlich die Vielzahl der Polizeianwärter an der Schule den Rest der Mitarbeiter durch das Recht, dort mitzuwählen, entsprechend obligiert werden könnte. Aber wir haben die Punkte aufgegriffen, und wir haben sie in den Änderungsantrag mit aufgenommen. Ein weiteres umstrittenes Thema war die stärkere Rolle des Senats. Es wurde vorgetragen, der Senat soll im Hinblick auf die Wissenschaftsfreiheit eine stärkere Rolle haben. Diese Kritik haben wir angenommen. Zum einen wird der Kanzler künftig im Benehmen mit dem Senat bestellt, übrigens 1:1 wie im Hochschulgesetz. Und zum anderen wird das Kuratorium um 2 Mitglieder erweitert, die aus dem Bereich der Wissenschaft stammen und die vom Senat benannt werden. Zudem wird noch einmal klargestellt, dass das Kuratorium die Stellungnahme des Senats zum Rechenschaftsbericht in seiner Entscheidung selbstverständlich zu berücksichtigen hat. Darüber hinaus wurde kritisiert, dass mit der Möglichkeit der Versetzung und Abordnung von Professoren in die zugesicherte Freiheit von Forschung und Lehre im Professorenamt eingegriffen würde. Auch wenn bisher keine Professorin oder kein Professor der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung gegen ihren Willen versetzt oder abgeordnet wurde, haben wir, um Misstrauen und Sorgen vorzubeugen, die Möglichkeit aus dem Gesetzestext herausgenommen. Meine Damen und Herren, ich möchte folgende Regelungen noch einmal in Erinnerung rufen. Es wird einen Vizepräsidenten für die polizeilichen Aufgaben geben. Die Trennung der verschiedenen Bereiche ist somit auf der Leitungsebene gewährleistet. Auch die Aufsichtsstrukturen sind getrennt. Im polizeilichen Bereich bestehen die Aufsichtsstrukturen nach dem HSOG, also nach dem Polizeirecht. Im hochschulischen Bereich besteht eine reine Rechtsaufsicht. Beide Aspekte wurden von den Kritikern weitgehend ignoriert. Auch auf das Thema Hochschulautonomie möchte ich kurz noch einmal eingehen. Vielfach wurde vorgetragen, die Hochschulautonomie sei gefährdet, sie sei verletzt, das Vorhaben sei sogar verfassungswidrig. Begründet wurde das meist damit, dass es Abweichungen vom allgemeinen Hochschulgesetz gibt. Ich muss feststellen, dass die Kritik in weiten Teilen an der Realität vorbeigeht und übersieht, dass die Hochschulautonomie und die Wissenschaftsfreiheit im Vergleich zur jetzigen Lage deutlich gestärkt wird. Ein paar Beispiele. Bisher war die HFPV eine nicht rechtsfähige Anstalt. Künftig ist sie eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Deshalb hat die Hochschule künftig ein Selbstverwaltungs- und Satzungsrecht. Bezüglich der Lehre bestand bisher auch eine eingeschränkte Fachaufsicht, künftig nur noch eine reine Rechtsaufsicht. Die Entwicklungsplanung erfolgt künftig durch die Hochschule. Bisher waren die Fachbereiche gesetzlich vorgegeben. Künftig entscheidet hierüber die Hochschule. Bisher gab es keine Vizepräsidenten. Künftig kann die Hochschule darüber entscheiden. Bisher musste die Forschung anwendungsbezogen sein und der Erfüllung des Bildungsauftrages entsprechen. Künftig gibt es soweit keine Einschränkungen mehr. Das Kuratorium erhält 2 zusätzliche Mitglieder, ich habe es gesagt, die aus dem Bereich der Wissenschaft stammen und die vom Senat benannt werden. Das Fundament der Wissenschaftsfreiheit ist der Fachbereich und nicht das Präsidium. Und hier sieht das Gesetz keinerlei Abweichung vom Hessischen Hochschulgesetz vor. Im Gesamtgefüge der Hochschulleitung sind die Entscheidungsbefugnisse und Mitwirkungsrechte so beschaffen, dass die geschützte Wissenschaftsfreiheit gewährleistet ist. Objektiv betrachtet werden Hochschulautonomie und Wissenschaftsfreiheit erheblich gestärkt, meine Damen und Herren. Herr Kollege Rudolph, das ist keine Wahrnehmungsstörung, sondern das ist schlicht und ergreifend die Wiedergabe der gesetzlichen Regeln, die wir Ihnen vorgelegt haben. Wenn Sie sie sozusagen so erfasst hätten, wie ich sie Ihnen gerade vorgetragen habe, dann wüssten Sie das bereits und müssten sich das von mir hier nicht erklären lassen.
Meine Damen und Herren, nun sollten wir damit beginnen, die HÖMS auch tatsächlich mit Leben zu erfüllen, die Hochschulleitung und die Gremien mit der neu gewonnenen Hochschulautonomie, die Studenten mit einer starken Ausbildung, dem neuen Promotionsrecht und ihrer möglichen verfassten Studierendenschaft und die Hochschullehrer mit ihrer gestärkten Wissenschaftsfreiheit. Das vorliegende Gesetz gibt Ihnen die Möglichkeit jedenfalls hierzu. Es ist jetzt die Aufgabe aller Beteiligten, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Mit dem vorliegenden Gesetz legen wir hierfür den Grundstein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit sind wir am Ende der zweiten Lesung. Es ist dritte Lesung beantragt worden, sodass ich unterstelle, dass wir alle gemeinsam jetzt beschließen werden, den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung an den INA. Mir wäre es ganz lieb, wenn ihr noch ein bisschen ruhig seid. Das gilt nicht nur für das Parlament, sondern auch für die Regierungsbank. Danke. Deshalb wiederhole ich es gerne noch einmal, dass zur Vorbereitung der dritten Lesung der Gesetzentwurf an den INA und den WKA überwiesen werden. Ich sehe, dass das hier einstimmig, einmütig, wie auch immer der Fall ist, sodass das hiermit beschlossen ist. Ich will Ihnen dazu noch sagen, dass wir unter einem Tagesordnungspunkt Aufruf der zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte nichts haben, weil wir heute fleißig waren und alles das, was wir hier hatten, irgendwo hingeschickt haben, sodass es mir nur noch verbleibt, und jetzt sind wir sogar vor der Liste, die bei mir liegt. Hier steht 20.27 Uhr, ist aber erst 20.18 Uhr, das Ende der Plenarsitzung anzukündigen, ohne Ihnen aber vorher noch zu verschweigen, dass noch einige Kolleginnen und Kollegen nachsitzen dürfen. Das ist einmal der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, der zusammen mit dem Hauptausschuss im Raume 501a tagt. Und das ist zum Zweiten der Innenausschuss, der gemeinsam mit dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hier in diesem Plenarsaal tagt. Alle wissen, dass das mit dem Plenarsaaltagen ein bisschen dauert, weil wir dann erst einmal unsere lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten, dass sie uns ein bisschen desinfizieren bzw. die Bänke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vergessen Sie nicht, morgen um 9 Uhr geht es, egal wie lange die Ausschüsse dauern, weiter. Ich unterbreche die Sitzung.